Jetzt gehen wir, setzt er die nach oben, die Straße. Okay. Oh, ein kleiner Container. Und ich verkacke beim Container. Willst du mich verficken? Willst du mich verficken? Vor uns liegt ein Weg in eine ungewisse Zeit. Für Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöch, meine Freunde. Willkommen an diesem wunderschönen Montag. Schon wieder geht der Monat schnell um. Gestern war Nikolaus. Heute bin ich mit Arthur am Testen unterwegs. Hallöchen. Na, genau, Hallöchen. Was geht ab? Alles, was nicht fest ist. Oh. Ein neuer Mapbauer, diese Tesco, irgendetwas. Ich bin mal gespannt, was man baut. Auf jeden Fall erstmal eine Tür. Leck mich doch. Bitte geh. Schnell, Gas geben! Gas geben! Nein, 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 nicht hochgehen, nicht hochgehen, nee. Fick mich doch, blöde Tür. Ciao. Ich liebe diese Grafik. Du bist mir voll durch die Mauer durchgefahren. Bei mir aber die auf höchsten Standards. Echt? Bei mir ist die schön saftig runtergegangen. Oh, ein paar Spiralen. Okay. Ja, das ist eine 15 Minuten Challenge geben, Freunde. 37 Punkte. Oh, lecker, lecker, Schmecker. Ja, ich würde die auch ganz gerne schaffen. 15 Minuten Challenge. Wobei, ich bin eher ein Freund davon, Freunde. Er hat gesagt, er braucht 10 Minuten. Der Map aber wird immer die Challenge mal 2 nehmen. Das wäre für mich die sinnvollste Alternative, die man machen kann. So probiere ich es meistens. Also hat jeder Map auch seine eigenen Vorstellungen. Punkt, First Try. Oh. Du feierst dich für ein anderes Punkt? Ja, das ist eine Challenge, also ja, natürlich. Ich will das schaffen, nächsten Punkt First Try. Ich glaube, die Punkte hätte sogar, wen können wir das denn, Schoki geschafft. Ja, mit Sicherheit sogar. Vielleicht nicht First Try. Kammer. Doch, hätte sie auch gehabt. So, und vertraue ich hier schon einen drauf. Kleinen Korkenzieher. Hm. Aber die ist ja so lang, das ist ja schon, ja, okay. Oh Mann, böse. Okay, so, ich habe jetzt auch einen gebaut. Oh, den außer Tier. Ich nicht First Try. Oh, weil, enttäuschend. Ja. Aber außer ja, okay, man muss die austimen. Und natürlich, Freunde, was mich wieder ankotzt, sind diese Curbs. Zumindest kein Flip drauf. Ja, das sind insgesamt 4 Außertierer, die du austimen musst, Ares. Bis jetzt. Jetzt gehen wir, setzt er die nach oben, die Straße. Okay. Oh, kleiner Container. Und ich verkacke beim Container. Willst du mich verficken? Willst du mich verficken? Was ist das denn? Annemir hat Selbstmord begangen. Ja, ich wollte respawnen, bin aber unten aufgeschlagen. Wow. Du hast den Punkt noch nicht gekriegt, Digga. Nein. Ich war so dämlich. So. Da merkt mein Freund, wir sind echt schon lange wieder dran. Warum falsche Richtung, Mann? Was ist hier los? Weil er keinen Fake-Punkt draufgesetzt hat, ja. Schon belastend. Ich habe bei einem Container verkackt, Ares. Ja, das ist traurig. So viele Container waren da nämlich nicht. Ich habe den Punkt. Oh, fick mich doch. Nee, lass mal. Ich respawne auf entspannt. Wir haben heute ein bisschen Zeitdruck, Freunde. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Weil für euch haben wir heute den 7. Dezember, Freunde. Für uns sind wir noch mitten im November. Ja. Weil wir Vorproduktion sie glänzt. Oh Mann, ist das unfair. Zeit-Challenge und dann nur ein Vierteltor reinballern ist assi. Das ist aber richtig böse. Ja, allerdings auf der Straße, ne? Also kein Wallride-Gedöns. Oh nö. Ah, das quasi eine Star Wars-Challenge. Ja, so eine Art. So, den haben wir auch. Aber echt, das ist hier ein Container. Junge, ich war so einfach Brain abgehackt. Oh. Da merkt man, Freunde, wenn man viele Maps gespielt hat, einfach gegen Container fahren. Und natürlich. Und schon wieder. Ey, Junge, willst du mich. Ja! Das, als ob da was gewesen wäre. Auf einmal ist mein Auto nach oben gezogen, Ares. Null? Als ob hinten ein Reifen geplatzt ist und das Auto ausbricht, war es in dem Moment. Fuck, fuck, fuck! Okay. Ich ziehe die Folge natürlich nur auf 8 Minuten, Freunde. Hm. Wobei. Ja, kann ja auch nicht. Er hat keine Fehlpunkte. Das heißt, jeder Punkt, der so lang ist, Freunde. Oh. Huh, war der eng. Enger als Endres Höschen. Der Map-Erbauer hat übrigens 10 Minuten gebraucht. Das 10, 10, jetzt ja. Geil, die Zeit von dem zu schlagen. Kann ich schon nicht mehr. Ich hab schon zweimal beim Container verkackt. Das muss jetzt heißen. Das muss jetzt heißen. Ich spawn auch sehr. Weil das Problem in dem Moment ist, wenn genau in dem Moment, wo der Container auftaucht, habe ich diese falsche Richtung bekommen. Und man guckt aus, irgendwie instinktiv dahin, Freunde. So, Spirals. Mhm. Nichts doppelt gebaut. Vollgas-Challenge, Ares bei Spiralen. Natürlich. Guter Junge. Da gehe ich doch nicht vom Gast, sag mal. Guter Junge. Ah, dieses Vierteltor, meint er, Freunde. Jetzt hat's mich überdreht, Alter. Ich hab fast die Koralle gemacht, Junge. Puh, du fast hätte mein Skill mich aussortiert. Aber auch diese Landeplattform hat er extra groß gemacht, damit man auch ja nicht am Punkt vorbeispringt. Ja, sehr charmant von ihm.
Das hier riecht schon an der Falle, als ob da eine Lücke drin ist, Freunde. Man kennt Bauteile, Freunde. Man kennt Bauteile in einer Zeit. Hier hat's mich überdreht. So ein Zwischenpunkt, falls man mal reinfällt, das ist ja... Oh, ja, wow. Natürlich, vor dem Punkt, Ares. Er hat den Ares gemacht! Das, natürlich, alles andere wäre ja langweilig. So, jetzt haben wir hier eine Tube ohne Ende. Oh, fuck you, da hat er eine Lücke drin. Ja, das drin. Ist eine sehr lange Tube. Hm. Hat einen kleinen Troll eingebaut, kleine Trollratte. Ja, aber ich bin dann vorbeigeflogen, sozusagen. Oh. Oh, shit. Die Ente fliegt! Ja, klar. Flieg, kleine Ente, flieg. Ah, was will er? Och, come on. Dude! Warum die du Bauern so? Aber Freunde, bis jetzt kann man festhalten, auch Anfänger, ihr könnt diese Map spielen. Ja, die ist jetzt nun wirklich nicht schwer zum selber zocken. Unten in der Videobeschreibung ist sie verlinkt. Anna, Laura. Oh, Kammer. Shirley. Ja, Shirley, Endres. Chaos Queen. Haben wir gerade nur Frauen aufgezählt? Zweimal, ja, natürlich. Gut. Wir haben viele Damen jetzt dazu gebracht, GTA zu spielen, was ich übrigens sehr, sehr schön finde. Ja. Das zählen. Finde ich gut. Und das sind die ganzen Anfänger, die wir gerade aufgezählt haben, die 5 Stück. Ihr könnt die mal spielen, ihr könnt ihr ein bisschen Spaß am Trainieren erstmal. Ja, schwer ist die nicht. Nö, die könnt ihr auch beenden. Oh, Junge, warum baut man so eine lange Spiralenkacke? Oh, nicht gut angesetzt. Ah, das ist die Tube-Scheiße. Ich probier's auch mal wie Ars Vollgas, gucken, ob ich auch irgendwo vorbeifliege am Loch. Ja, ich hab's einfach nur dämlich einmal verrissen, aber eigentlich sollte das nicht passieren. Ah, dieses Loch meint ihr, habt ihr es gesehen? Wow, Außentierer! Oh, oh, wow! Wow! Geil, bin ich das sexy durchgekommen. Da bin ich auch ultra smooth durch. So, wow! Jetzt hier oben auf irgendwelchen Reifen. Mhm. Ah, da geht's dann. Junge, ich fahr grad Vollgas. Ja, das Ende ist ja schwachsinnig von der Tube. Oh, Entschuldigung. Bist du auch am Ende Vollgas in die andere Tube reingekracht? Nee. Du bist oben drüber wahrscheinlich geschossen. Ja, 10.000 Spiralen. Oh, jetzt hier die Frage. Hier fehlt ein Checkpoint. Was? Ja, oder ich hab einen übersehen, dann raste ich aus. Das wäre witzig. Wär voll scheiße. Bitte jetzt kein Karma, dankeschön. Was verlangst du jetzt von mir? Der Punkt ist weit weg, hä? Okay. Also ich fahre übrigens auch die Spirits hier, die Korkenzieher. Oh, ein bisschen auf, wie ist der nochmal, ja, Germany gemacht hier? Mhm. So, da haben wir den Punkt. Einmal vom Gas musste ich gehen. Aber sehr schlecht übereinander, das muss man ehrlich zugeben, hier, Freunde. Bei Germany hast du ganz gerade Linie, konntest du Vollgas durchfahren. Bei dem hier würde ich vorsichtig sein. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Erfahrung der Map überhaupt hat. Seine zweite Map, okay. Ich weiß nicht, wie viel er vorher gebaut hat, müsste ich mal aufs Profil nachgucken gehen. Alle hopp. Aber abgesehen von Wolf, wo ich so dumme Fehler gemacht habe, ist jetzt alles First Try. Übergestreichelt. So. Du wirst gestreichelt? Geht's. Von wem? Ja. Zärtlichen Nippelstreicheln hier. Da freut sich der Leimpinguin, dass er das machen darf. Oh, bitte, danke, danke. Also, du kannst davon ausgehen, dass alle Tries drin bleiben, ne? Weil bei mir auch. Ich, auch wenn ich am Anfang zweimal verkackt habe, ja, okay, aber trotzdem. No! Oh, ja, das war. Ey, da war ich zu gierig. Verdient, würde ich mal sagen, wer zu gierig ist. Ja. No. Warum hat er eigentlich hier zwischen den Plattformen eine Plattform gesetzt, zwischen den Spiralen? Ich habe keine Ahnung. Der Vorteil ist, er scheint nicht fies zu bauen, das hat kein Troll hier drin, Freunde. Wir können Knallgas durchflippen. Naja, bis auf das Löcher in der Tube. Das hätte uns genauso gut auch aussortieren können, ne? Aber so schnell wie wir waren, war klar, dass wir fliegen. Hauptsache, ey, ich verkack instantly wieder vorm Punkt, ne? Typischer Ares. Ja. Ich brauche nur die anderthalb Minuten hinter dir wegen der einen Stelle, dass ich da meinen Container verkackt habe. Hm. Das wurmt mich immer noch, muss ich echt zugeben. Hm. Glaube ich dir. So, jetzt kommen hier ein paar Pfeile. Okay. Ah, ich bin jetzt bei deinen Reifen. Du weißt, wo du sagst, du bist bei den Reifen? Ich bin jetzt bei den Reifen. Ja, es kommen nochmal mehr Reifen, also... Die Reifen mit den Plattformen dazwischen. Achso, ja, du bist ja unmittelbar hinter mir. Laut Uhrzeit bin ich immer anderthalb Minuten hinter dir. Ja, das haut nicht hin, kannst du drauf scheißen.
Oh, Ender ist immer noch ein Platin-Arsch. Ja, ich hab's gerade gehört. 9,19. Ich bin bei 20 von 37 Punkten momentan. Hm. Ja, ich sammle jetzt hier gerade übertrieben viele Punkte ein. Das, ich denk mal. Oh, scheiße. Nein! Nein, Pingu Snippel hat mich aussortiert. Ja, ah, süß, die letzten Punkte sind hier nur noch abgefahren. Ja, moin. Aber Ars, Lion Pingu Snippel hat mich wirklich aussortiert. Hm. Weil ich bin beim letzten Reifen, wo es runtergeht, auch schön langsam drüber gesprungen. Der Nippel trifft mich und schlägt mich allerdings weg. Diese Hin- und Herfahrerei, Mann. Das ist unnötig, ja. Ja, ich gehe vom Ziel. Alles klar. Ja, ich habe die Mapperbauerzeit geschlagen. Läuft. Ich hätte mich auch geschlagen, hätte ich nicht den dummen Fehler gemacht, Freunde. Oder den hier. Hier, dieser Nippel von. Die stehe ich ab jetzt Leimpingun. Bei rote Nippel? Ja. Aber echt, du triffst ihn, siehst genau, wie das Auto sich ganz langsam dreht. Du kannst nichts machen, dreht ja links und rutscht den Reifen links runter. Und das sind die Pfeile, die ich eben gehört habe, als ich hochgefahren bin. Ich hätte echt gut eingeholt dann, ne? Ja, ja. Bist gut rangekommen. Halleluja. Frage ist, wie bewertet man die Map? Weil jetzt optimal gebaut ist es nicht. Sagen wir es mal so. Tja, ich weiß auch nicht, wie viel Erfahrung er hat. Er hat sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben, kann man sagen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Er hat verschiedene Ideen gehabt, nicht recycelt, sondern wirklich immer neue Sachen gemacht, wo du langfahren musstest. Ja. Ich bin beim Plattformspringen, ich hätte jetzt komme ich auf den Flughafen, wo ich rum. Das ist natürlich für mich ein Abzugspunkt, wenn man so unnötig rumfahren muss. Ja, du springst jetzt die Plattform runter und dann hier unten auf den Strand hinher, hinher, hinher. Das muss ja nicht sein. Oh, fast zu schnell gewesen für diese Plattform hier. Oh. Damit man, wenn man zu viel Skill hat, Freunde. Das letzte hier, das hier die Pfeile, Freunde. Arsch fährt schön gerade hin und her und ich muss hin und her fahren. Ja, die Map, Freunde, was soll man dazu sagen? Ich bin mal gespannt, was Arsch dazu sagt. Ich gebe mir jetzt mal Zeit. Nein, 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 nein! Jetzt verkackt das nicht auch noch. Oh, ob ich schaffe. Schaffe ich überhaupt noch ein Ziel, Arsch? Rückwärts? Ja doch, ich denke schon. Nein. Wenn du jetzt nicht unterwegs noch anhältst und dir Barbecue-Grill aufschätzt oder so. Ich habe hier Bambi gegrillt, Freunde. Schaffe ich noch ein Ziel? Oh, Freunde, es wird sehr eng, es wird sehr eng. 3, 2, 1. Oh! Puh, close. Noch geschafft. Close. ja, ich wäre bei gut gemeinten 7 Punkten. Also, ideentechnisch war einiges dabei. Aber, ja, ich weiß nicht. Da waren mir noch zu viele Unstimmigkeiten. Keine selbstgebauten Auffahrten. Erinnert mich so an die Anfangsnaps, oder? Die man gemacht ja, hat. Ja, schon. Doch. Ja, doch. 7 Punkte, denke ich, geht's in Ordnung. Nur bin ich bei dir. Ja, mehr Punkte werden halt ein unfair. Ich war bei 6,5, aber dann gehen wir keinen krumm, deswegen ironisch auf 7. Jo, alles klar. 7, 14 Punkte von 20, ich denke, das ist in Ordnung. Ladies and Gentlemen, heute kürzere Folge. Wenn es euch gefallen hat, macht doch mal eine positive Bewertung, würde uns sehr freuen. Checkt unbedingt die Kanäle vom lieben Anime-Fan aus. Und von der Ente da unten. Unten in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt, genauso wie die Map zum selber zocken, unser Partner Instant Gaming und unser Merchandise. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen schönen Tag. Ciao! Ciao, ciao! Hey, ich mach jetzt mal das Verdeck auf, wie geht das nochmal? Ich muss gleich mal schauen. Mit H gedrückt halten. Glaube ich. Ja. Was? H gedrückt halten. Ja. Keine Zeit verlieren, los geht's! Das Verdeck geht auf. Mir egal, ich möchte mit Cabrio rumfahren, das wird ja schön. Geil durch die Gegend cruisen. Komm, Männchen, wir holen die alle ein. Müssen wir ja. Hui! Links oder rechts? Lol, wieso dachte ich, man muss schief springen? Ja, Dick! Komplett lost. Dick, du hast mit dich gefahren. Oh, ich spiele mit Ares Bellen rum. Ich glaube nicht. Hat da jemand was gegen? Nein. Okay. Mich hat nichts dagegen, Ares. Schatz, sag was. Heißt du Schatz? Nein, nein. Komm, komm, wann wer fragt, ne? Oh, wow. Wer baut bitte Bäume auf so einer Stelle? Ach mein Gott, was tue ich da gerade? Alex schreibt, hab gehört, man muss mit Cabrio schneller. Und wie findest du mein Lied? Ah, ist wahrscheinlich noch nicht dran. Ich bin nicht dran, nein. Ich bin dann am Fahren. Echt? Ja. Nee, ich glaub dir das nicht. Sag so, Anna, er probiert zu fahren.
Sag mir was? Ich hab nichts gehört. Der will ja meine Kronjuwelen. Ah, oh, fuck! Lustige Situation, Submarine und ich ballern über eine Röhre. Ich sehe das Loch eher nicht. Ja, ich hab's gesehen. Jetzt bin ich dran. Ja, lustig, Mensch. Lustig. Ach, Anna, la. So salty. Ja, hast du wen lachen hören? Ja. Ja, lustig. Ja, siehst du? Oh, we spawn. Weil sich nur mal wieder selbst beweihräuchern. Ja. Sarah schreibt Sein Clip wird genau. Schatz, die wollen an meine Nuts. Mach was. Sarah, hast du ja nichts gegen, oder? Ja, Gini, sah geil aus. Hi, Ares. Hi. Zum Glück haben wir keinen Kontakt an, das wäre jetzt interessant geworden. Bis später, Lena. Bis später. Ich glaube, ich weiß. Nein! Alex will. Ich schreibt, ich esse die ganze Zeit deine Kronjuwelen. Wow! Und Sarah nur. Ich glaube, ein Zau hat da was gegen. Grobe Vermutung. Wir gehen alle Ares an die Kronjuwelen. Das sah gut aus, Ares. Danke. Gerne. Ja und ja. Wow. Warte, wie viele Leute machen mit? Lass mich raten, 10. 11. Ah, und ich bin nicht letzter Platz? Easy. Shirley. Ah, okay. Alex sagt, ja, Anime, das tut ja, Anime, mir. Was machst du denn hier? Hallo? Mit Sarah so? Nee. Oh. Alter, die Karre ist nur am Rutschen, ne? Ich mag's, mit Anna zu kuscheln. Ich mag das nicht. Ihr verrückten Nudeln, ne? Anna, ich hab gehört, du kuschelst gern mit mir. Ja, wo hörst denn du sowas immer? Weiß ich jetzt nicht wo. Ich halte das für ein Gerücht. Wenn ich an dir knabber zum Beispiel. Ja, das ist was anderes. Aber keine Knusperparty machen, bitte, gell? Nee. Ich hol nur die lange Zunge raus. Geknuspert wird nicht, nur geknabbert. Er knuspert an meinem Häusle. Aber ich habe gehört, Olaf macht Knusperpartys. Mit Tigern, ja. Ja. Oh, Olaf sagt, bah, dann doch nicht Anime. Ares, ich kann mir genau gerade deinen Kopf vorstellen. Nee, er schreibt doch nicht mit Anime. Ach so, sorry. Du verdrehst. Das ist einfach viel zu spät für mich. Was ist das? Sah 10? Geil aus an der Augen. Ich hatte ja 6 Uhr. Ich lebe 4 Stunden in der Vergangenheit. Anna, ich komme. Was haben wir? LOL. Anna, ich komme von hinten. Oh, warte, ich mach schneller. Vor dir ist der Salzhammer. Das brauche ich jetzt nicht. Jit! Sah geil aus, Anna. Ja, danke. Dann schaffe ich mir so einen Salzhammer. Salzhammer, du hast es. Salzhammer. Der verkackt! Lime-Pinguin-Kuschelparty? Oh, fuck you. Ne, Lime-Pinguin macht mit Olaf Knusperparty. Anime ha. Oh, bei mir offline, was ist da los? Hab ich auch gerade gesehen. Bambi wird Gulasch werden. Werden. Ja. Bambi wird zu Gulasch gemacht? Cool. Bibi, Lena. Ey, Anime, warte mal kurz. Ne, ich kuschel gerade mit Submarine. So, wieder Du bist auch hier der Nachbar, wie man das, gell? Ja. Okay, dann gehe ich jetzt rechts. Ich will meine Ruhe. Silver schreibt, lass ihn in Ruhe, Anime. Wen soll ich in Ruhe lassen? Ja, stimmt. Da war ja was mit Silverstorm. Alex, habe ich da Essensparty gehört? Ach, Anna, kommst von vorne. Möchtest du einen Kuss haben? Nein, ich wollte meine Ruhe. Wow. Und rechts ja, komm, ich schneller. Oh nein. Das ist belastend, oder? Das war. Ich wäre gequittet. Ah, ist direkt vom Punkt runterfallen. Oh, ich bin hier runtergeplumpst. Warte mal eben auf mich, wir müssen zusammenfahren. Warte doch mal. Nee, ich hab schon wieder verkackt, die Rampe. Ich möchte erstmal die Ente rupfen gehen. Ich denke, das schaffst du nicht mehr. Nee? Nee. Nicht ohne mich. Hä? Wie auffällig da das Speed ist. Okay, ich komm wieder von hinten, Anna. Ist echt so. Also du hast verkackt. Das ist aber nett. Ja, extra für dich. Dankeschön. Hallo, ey. Ich dachte mir. Oh, da ist Ares, komm schnell. Oh, wir können Ares knuspern? Da ist er. Nein, guck ihn dir an. Ares. Ich auch aus.
Ares, ich hab gehört, wir machen Knusperparty mit Leimpinguinen. Nein. Nein? Warum nicht? Ich wette, mit dir Leimpinguin wäre sofort dabei, Ares. Lena sagt, ihr seid eine coole Truppe. Das sind... Anna, hast du einfach... Anna, da ist ein Zwieder, den siehst du schon. Schau, Anna. Danke! Danke! Warum Anime? Warum Anime? Ich danke dir. Ey, fuck! Ihr habt mich so verabschiedet. Aber richtig mit Schmackes. Ich wollte sagen. Anna sagt, Ares, du musst hier aufholen. So, was macht ihr hier? So, die Ente wurde gerupft. Lost ja, Ares. Weil ich es mal wieder eilig hatte. Rückwärts zwar mit der Kamera. Weil du ja wieder ein Ei gelegt hast. Aber so wie ich sage, die haben wir das Ziel gekommen, deswegen habe ich dich überholt und bin vor dir im Ziel. Ist es gut, oder? Im Arsch. Wir sind beide vor dem Ziel. Ja, das, Ihr dürft rein. Na, Arschgeburt? Rein, Freunde! Ja, du musst. Ich hab dir das schon geschrieben, Ares. Die sind nur ein bisschen ich langsam, die Leute. Aber Gratulation, Anna. Du hast Ares geschlagen.